bei den Profilen. Die DDR hat den letzten Abschluss der Mauer in weiß gestaltet. Und das hat natürlich auf der Westseite, wo man sich direkt unmittelbar an die Mauer heran bewegen durfte, zu einem richtigen Kunstboom entfaltet. Das liegt aber wirklich daran, dass erst dann, ab 1976, die Mauer weiß war. Warum habe ich die Mauer bemalt? Weil einfach direkt vor meiner Tür war. Glaube ich, das war das ganz einfach. Also ich bin nicht da U-Bahn gefahren oder S-Bahn oder Auto gefahren, sondern es war direkt vor meiner Tür. Und dann deswegen, das war meine Umgebung. Und ich wollte diese Umgebung ändern. Der Mensch erinnert sich ja an Bilder, hat ein bildnerisches Gedächtnis und nicht an nackten, kalten Beton. Und deshalb die Gesichter von Thierry, seine Köpfe oder meine Königskinder oder die Herzen haben sich eingeprägt und wurden nach der Wende als das Symbol der neuen Freiheit interpretiert. Diese Malerei an der Issa-Galerie zum Beispiel sind eine Art Schutzfolien, um die Mauer zu erhalten, weil die Berliner Mauer weiß interessiert eigentlich niemand, aber bemalt, das ist natürlich sehenswert. Thank you.
works. I want to make the triumph of the good, no, against the bad, because the wall, it was making a lot of pain and a lot of suffering, no. Ich finde es wichtig, diese Berliner Mauer zu zeigen für die junge Generation, die jetzt nach 25 Jahren nicht mal geboren waren, zu dieser Zeit, um diese Leute einfach ganz simpel zu erklären, dass wir die holen sie nicht die wiederholen sie nicht die Fälle eurer Eltern.